Einen wunderschönen guten Tag. Es schallt etwas. Wir sind, oder Daniel ist fertig hier mit Marlo. Das, ja, da überall, an der Wand, überall gemalert, fertig. Die graue Wand ist jetzt komplett weiß. Alles wunderschön weiß. Dann haben wir hier, hier ist noch überall Müll, logischerweise. Hier haben wir auch noch. Hier hat auch alles schön weiß gemalert, alles schön weiß gekriegt. Sehr schön. Das ist noch Katastrophe hier bei uns. Der Boden, weil ich habe ja das hier selber sauber gemacht und so sieht der Boden ja überall aus. Ich kriege jetzt vom Vermieter eine Maschine gestellt, da die halt auch sagten, oh mein Gott, das kann ja gar nicht sein, dass das so extrem dreckig ist. Ja, da kriegt man extra eine Maschine dafür und dann gehen wir hier durch und machen das damit sauber. Aber dafür muss natürlich hier auch noch alles gemalert und alles sauber gemacht werden. Hier fehlen also noch einige Sachen, die noch im Garten kommen, deswegen stehen die einfach hier noch rum. Hier ist noch ein Haufen Müll und sowas. Und ich glaube, der hat jetzt auch hier die Regale. Ja, die Regale hat er jetzt komplett leer gemacht, genau. Ja, hier ist auch alles leer. Hier haben wir auch alles, alles leer gemacht. Genau. Ich glaube, hier unten ist noch ein bisschen. Oh ne, hier ist auch alles. Oh ne, da ist noch ein Topf. Ansonsten sieht das so gut aus hier und ist auf jeden Fall alles leer. Ich muss noch mal gucken. Ich finde irgendwie meinen Schlüssel nicht wieder. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich den in der Beute oder sowas drin. Ja, auf jeden Fall sieht das so weit hier ganz gut aus. Das sieht natürlich noch katastrophal aus hier. Hier sind noch die zwei Lampen vom Flur und Wohnzimmer. Die vom Kinderzimmer und Wohnzimmer. Und die muss ich noch sauber machen. Da macht die Daniel wieder dran. Ja, hier sieht es noch ein bisschen chaotisch aus. Aber es bleibt ja natürlich auch sehr viel hier. Deswegen sieht das so viel aus. Ja, ich gehe jetzt erstmal darüber. Und jetzt wird erstmal die Kleine gebadet. Ich werde noch deine Wand schon baden. Und jetzt mache ich mich und die Kleine. Genau. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gevloggt haben. Heute ist Montag, es ist jetzt um 7 und Daniel und Etienne, die sind gerade raus. Er bringt jetzt den Kleinen oder den Großen in die Kita. Und ja, Evelyn schläft und ich habe jetzt noch ein bisschen, ja, es ist wie gesagt um 7. Hier ist ja nicht groß was zu machen im Wohnzimmer. Hier ist schon alles aufgeräumt. Bad ist auch aufgeräumt, nur noch eine Hand von gestern. Ansonsten, ja, heute steht nicht so viel an. Heute steht gar nichts an. Die kleine Mausi, die schläft. Ich bin mal froh, nicht bei Anmir. Hier ist die Lea. Ich muss mich jetzt noch anziehen. Dann gehe ich noch schnell mit der Lea auch raus. Dann muss ich noch meine Haare machen. Und dann ist noch ganz viel die Küche aufräumen. Das muss ich definitiv noch machen. Hier ist nämlich noch einiges an Zeug, was noch in der alten Wohnung war, was ich jetzt noch aussortieren muss, was hier noch in den Schrank kommt oder halt in den Keller. Und ja, dann muss ich hier noch ein bisschen, wie gesagt, noch ein bisschen aufräumen. Das ist noch gestern liegen geblieben, gestern Abend. Und das wollte ich mal zeigen. Das haben wir ausgeliehen oder geschenkt bekommen. Ist das nicht süß? Das ist ein Kleidchen. Da wird Evelyn nächstes Jahr erst reinpassen. Ende vielleicht nächsten Jahres. Ich finde das so süß. Und noch eine Jacke dazu. Ich finde die so süß, oh mein Gott. Ja, die habe ich jetzt hier so hängen. Die muss ich nach unten in den Keller bringen. Ich finde das so süß. Ja, hier ist eigentlich auch alles aufgeräumt. Hier ist nichts, was jetzt hier so irgendwie rumliegt. Dreckig ist, sage ich jetzt mal. Schon alles sauber, habe ich gestern schon alles gemacht. Heute werde ich einfach nur ein bisschen entspannen. Wenn die Kleine schon wach ist und ich die dann hier reinlegen kann, dann werde ich das Schlafzimmer dann auch wieder aufräumen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich bin froh, dass sie jetzt einfach schläft. Und werde jetzt schnell mich umziehen, mit Lea rausgehen, was essen. Und ja, dann kommt meine Nachbarin rüber und kann ein bisschen quatschen und so. Das ist auch mal schön. Ja, und dann mal gucken, was heute noch so ansteht. Aber heute, also auf dem Plan steht nichts, wir haben keine Termine. Ist auch mal sehr schön. Haushalt ist gemacht. Gewischt habe ich gestern. Es ist erstmal richtig entspannend heute. So, wir waren bei T-Lux, ja. Wir waren bei T-Lux und haben einen Teppich geholt, denn es ist doch etwas frisch. Und
wenn die Kleine dann auch anfängt zu krabbeln und Etienne, der krabbelt halt hier auch noch ohne Marke. Und hier unten noch Boden rum, wie man das sieht. Und haben wir jetzt einen Teppich gekauft. Ich stille gerade. Das ist ein Teppich. Hm. Das ist Müll. Boah, finde ich vom Fernsehen. Ja. Müll. Ja, mach weg. Nicht dahin legen. Okay. Auch gut. Oh. Zu groß? Nein. Oh, ich habe gedacht, der ist zu groß. Oh, ey, der ist richtig schick. Warte mal. Ich finde ihn richtig schick. Jawoll. Oh, der sieht so cool aus. Ah, der ist ein bisschen schief. Also steht da hinaus. Naja, das ist schief. Der muss so. Bloß damit sie erstmal auslegen kann. Ja. Oh je, das rutscht ja dolle, ne? Warte. Mami, bist du bereit? Ja, ich filme. Oh, der rutscht ganz dolle. Ja, die machen aber nicht bei dem. Also den Tieren gefällt es auch. Die spielen schon wieder miteinander. Bei uns gibt es Essen. Es gibt. Wie nennt sich das? Käseauflauf. Nee. Ofenkäse. Ofenkäse. Naja, auch nicht. Ja. Mit Baguettes? Käsefondue. Fondue. Okay. Nicht. Ah, das war's jetzt schon. Ah, nee, doch nicht. Ich habe das jetzt frisch gewaschen, ist frisch fertig gemacht. Alles wieder schick. Pennt jetzt. Ich hoffe, sie schläft heute in ihrem Bettchen. Ich werde sie gleich mal nochmal vielleicht nochmal wecken und ein bisschen anlegen und reinlegen. Oder ich werde sie erst reinlegen und gucken, ob sie liegen bleibt. Und wenn nicht, dann lege ich sie nochmal ran. Ja, Etienne, der ist jetzt auch schon im Bett. Es ist jetzt schon 20 Uhr. Dani liegt noch mit Etienne und liest noch eine Geschichte vor. Ich werde aber hier gleich noch die restlichen Brötchen hier noch, muss ich noch wegräumen. Das muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. Das, was jetzt noch liegen geblieben ist, mit Lea muss ich auch nochmal raus. Und dann lassen wir den Abend ein bisschen ausklinken. Und ja, morgen kommt meine Schwester und ihre kleine Maus. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, da werden wir ein paar Tage zusammen verbringen. Es wird echt schön. Und ja, mal gucken. Etienne schläft, Evelyn schläft und ich bin am Abpumpen von diesen Dingern hier. Und ja, also wie ihr hört, die pumpen gerade. Und ich werde mal gleich zeigen, was ich da so rauskriege. Übel scharf ist gerade, ja. Oh. Sehr scharf. Wir probieren hier gerade mal was. Das soll sehr, sehr scharf sein. Aber ich finde es sehr, wirklich scharf. Ich wollte mal zeigen, was ich so aus der Brust rausgekriegt habe. Es ist nicht viel, weil ich habe es erst gestillt. Und ich muss nicht viel abpumpen. Ich mache das nur, um ein bisschen noch was da zu haben. Und das fülle ich jetzt gleich mal hier rein. An der einen. Wunderbar. Und nochmal 60 bestimmt. So voll wie dieses. Oh, es würde ein bisschen Platz. Die ganze Flasche voll. Ja. 65 an der anderen. Sehr gut. Tada! Wir sind auf dem Weg in den Kindergarten. Und Lucien hält mich fest. Ne? Na, Papa. Ohne ja, Papa müssen wir noch. Papa kommt noch, ne? Er musste sein Fahrrad zurückbringen, weil du auf einmal nicht mehr Fahrrad fahren wolltest. Und jetzt geht's in den Kindergarten. Ja?
Nur mal kurz zum Demonstrieren, dass mein Kind auch mal hört, ne? Also, nur weil wir mal kurze Momente zeigen, heißt es nicht, dass er die ganze Zeit nicht hört. Das wollte ich einfach mal damit zeigen. Guck, guck. Papa hat uns eingeholt. Der läuft da vorne. Darf natürlich entdecken. Ja. Jetzt will er Verstecken spielen. Sowas muss auch sein. Etienne, wo bist du? Oh, ich habe ein Piepen gehört. Papa, hast du ihn gehört? Papa ist dran. Etienne, darfst du dich nochmal verstecken? Du kannst nochmal verstecken. Unser kleiner Spider-Man. Oh, da kommt. Kommt her! Wow, Hilfe! Die Spider-Man-Typen! Oh mein Gott! Mama, au! Hier, Tipp! Dankeschön! Ja. Nee, das nicht. So geht mit dir. Dankeschön! Schön! Nicht spielen. Du willst mir doch helfen, oder? Komm. Dankeschön. Wir sind frühstücken im Nobel Bentes. Das lassen wir uns mal gönnen. Die kleine Tür gechillt. Und ja, das ist dein Frühstück. Was ist das denn? Oder was? Nein, das hier ist deins und das ist deins. Und das ist meins und das ist meins. Okay. Wir sind schon wieder im Wickelraum. Erwin ist gewickelt, gestillt. Und wir wollten mal zeigen, wir hatten für Evelyn das hier geholt. Das macht so Herzgeräusche und Atemgeräusche. Und das kann man hier so, das bewegt sich, macht Licht. Ich glaube, das haben schon einige mal gesehen oder vielleicht selbst schon gekauft. Und wenn wir was Neues kaufen für Evelyn, dann müssen wir natürlich auch irgendwas für Etienne kaufen. Deswegen haben wir ihm eine Spider-Man-Action-Figur gekauft. Die hat jetzt auch noch 12 Euro gekostet, aber... er liebt ja Spider-Man und er liebt es mit seinem Kuscheltier auch ständig Spider-Man irgendwas zu machen und dann haben wir gesagt, eine Actionfigur wäre eigentlich optimal für ihn. Ja, deswegen haben wir die jetzt gekauft und Evelyn hat das hier bekommen, weil wenn Etienne sieht, dass Evelyn schon wieder was bekommen hat und er nicht, dann ist das natürlich blöd. Dann habe ich mir noch neue Hosen geholt. Ich habe mir zwei neue Jeanshosen und eine neue Jogginghose geholt, weil ich habe so viele Hosen, die schon einfach kaputt sind, Löcher haben oder halt einfach gar nicht mehr passen durch die Schwangerschaft. Und davor halt auch schon, da habe ich ja auch schon ein bisschen was auf der Hüften gehabt. Jetzt bin ich ganz schön dünn geworden, deswegen musste ich jetzt mir unbedingt mal neue Hosen holen. Ja, das ist jetzt aber Checkala. Jetzt geht's wieder nach Hause. Es kam ein Paket für Etienne an und wir müssen jetzt gleich los. Und wir wissen natürlich, was da drin ist. Ich habe was bei Temu bestellt. Und zwar sitzt Etienne gerne hier auf dem Boden oder halt vor dem Fernseher anstatt auf der Couch. Und haben wir gesagt, okay, dann bestellen wir ihm einfach eine eigene Couch. Eine kleine Kindercouch. Noch ist die klein. Ah ne, es ist so zusammengeklatscht. Okay. Ja, ich sehe schon. Und auf diesen Sessel, wir wollen nämlich jetzt gleich los, Etienne hat nämlich gleich Sport. Und da wollen wir natürlich den hier drauf machen, dann kann er den nachher auspacken. Mal sehen, ob er sich freut. Der ist so vakuumiert, ne? Hi, Bibichen! Ja! Okay, er ist auch wach und die mag es natürlich nicht mehr da drinnen. Oh. Jetzt geht's los. Na, der kann das jetzt schon mal. Ja, ich komme. Kann das schon mal fluffig aufwerden. Oh, ist das süß. Oh, guck mal, wie cool. Ich finde den ja cool. Oh, der ist aber klein. Ah, der mag so klein und knuffelig. Vielleicht geht er noch ein bisschen auf. Ich denke, hast du jetzt auch schon aufgemacht? Ja, ich habe es auch so den. Ja, du hast dann jetzt später gesagt, dass er es aufmachen soll. Okay. Okay, jetzt mache ich die Kleine in die Trage und dann geht's zum Turnen. Los geht's.
Ja, die Jacke anhängen, bitte. So, und die Schuhe noch wegpacken. Ich mach den Sand gleich weg, mein Schatz. Ist nicht so schlimm. Nein, noch mehr Sand. Oh, du musst ja den hier noch mehr auskippen. Nicht auskippen, Etienne. Naja, na dann pack den erstmal weg, die Schuhe. Und ich komm. Ja. Ich saug das gleich weg. Ich habe eine Überraschung. Wir haben eine Überraschung. Ein Geschenk, ja? Und wer ist das? Ein Deine. Okay. Komm schon, ja, ich mach den auf. Und du hier, Etienne, du kannst dich hier draufsetzen. So groß ist das gar nicht mehr. Weißt du, was man damit machen kann? Pass auf jetzt. Ja, stell dich mal hin. Stell dich mal hin. Oh, wie cool. Jetzt hast du dein eigene Couch, Etienne. Jetzt kannst du Fernsehen gucken. Oh, das sieht so unbequem aus. Oh, cool. Schnucki, wo gucke? Jetzt kannst du immer Fernsehen gucken. Nicht pubbeln. Ach so. Kann man noch was drauf machen? Ist da noch was dazu? Hi! Achso, Entschuldigung. Na, einer. Ja, Entschuldigung. Hi! Achso, so. Entschuldigung. Wieder aufwachen. Ich mach's wieder auf, Entschuldigung. Bitte schön. Nein, deinen Dumpien. Und zeig mal, kann man hier was reinmachen? Zeig mal. Kann man bestimmt irgendwo ranstecken, oder? Der fliegt doch nicht. Fliegt der Spider-Man? Wie macht der? Der springt, ne? Der springt, ne? Mit seinen Seilen spät tut er sich hin und her tangeln. Der schwingelt. Der schwingelt. Der schwingt. Der schwingelt. Oh, das ist ja ein Deutsch. Okay, ich glaube, er freut sich, oder? Alle Arten. Ja, ich muss noch aufräumen. Ein Hund. Also ich würde mal sagen, Etienne gefällt. Etienne, gefällt dir das? Dein Hund, ja. Nein, das ist für Evelyn. Evelyn hat das gekriegt. Evelyn hat das bekommen, genau. Und du hast deine Actionfigur. Dein Spider-Man. Oh, Etienne hat noch viel mehr gekriegt. Oh, das ist cool. Warte, setz dich hin. Setz dich hin, ich gib's dir. Hier haben wir zum Baden. Zum Baden kannst du den aufdrehen und kannst du mit dem Baden. Hier habe ich einen. Ach, das ist klein. Okay. Ein Krokodil, da kann die nämlich schwimmen und dann machst du njam, 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 njam. Im Wasser. Das ist für die Kleine von meiner Schwester. Zu Weihnachten habe ich schon mal. Ich will einfach immer schon mal alles da haben. Geht jetzt schon los mit Weihnachtskäufe im Oktober, ne? Hier habe ich noch einen, der ist in Blau. Dann haben wir, oh ja, dann haben wir Ausstechformen, die sind total niedlich. Und zwar haben die so eine Form und dann kannst du das dann ausstechen. Wirklich. Wieder. Und dann stechst du das aus und dann zum Beispiel Gurke oder die haben dann so verschiedene Formen oder halt, ich finde das total niedlich, Herzen und sowas. Richtig niedlich. Dann haben wir einen Anhänger. Ja, ein Anhänger für den Schlüssel oder ja, für irgendwas. Und da steht Etienne, mal sehen, ob das alles richtig geschrieben ist. Evelyn, Nadine und Daniel. Ist das cool? Ja. Ja. Nein. Das ist ein Anhänger, den haben wir, ich glaube, wie oft haben wir den bestellt? Ich weiß es gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Dann haben wir ein Shampoo geholt mit Ingwer. Den kannst du heute mal ausprobieren. Mal gucken, ob das hängt. Das ist Ingwer-Shampoo und das soll halt sehr gut sein wegen Haarausfall und so Haarwachs und sowas. Soll das halt sehr gut sein. Mal gucken. Du hast ja etwas wenig Haare und wir wollten das einfach mal ausprobieren. Was? Dann haben wir... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir... Ja, aber das haben wir denn. Dann haben wir... Eine Tasse. Eine Tasse? Nein, nicht eine Tasse. Da ist keine Tasse drin, pass auf. Ich hoffe, das ist eine Tasse. Oh ja. Da ist eine Tasse drin. Nein. Doch. Nein. Und zwar hat das einmal so Spotzen, ne? Und wenn das dann heiß wird,
Wenn das dann heiß wird, dann kommt ein Bild natürlich hervor, was uns, wo wir drauf sind. Und der Henkel hat halt so ein Herzchen. Und ich glaube, die Tasse haben wir 1, 2, hallo, 3-mal bestellt. Genau, 3-mal. Ja. Dann habe ich Massage, Wärme, Knieteile geholt. Und zwar von meinem Papa zu Weihnachten. Das ist auch wieder Weihnachten. Weil der hat immer so Knieprobleme. Deswegen haben wir das bestellt. Dann haben wir, oh ja, das ist wichtig, das kann man ans Bad machen, über der Wanne. Und dann kann man da das Spielzeug reinmachen, weil er hat ja jetzt ein bisschen mehr Spielzeug gekriegt. Und dann kann man das halt reinmachen, damit das halt nicht immer als rumliegt. Das liegt bei uns immer am Fenster, das sieht immer furchtbar aus. Und dann haben wir hier einmal Salz und einmal Pfefferstreuer, elektronisch. Wir brauchen unbedingt welche. Wir haben die mal bei Opa benutzt und die waren einfach toll. Und die wollen wir natürlich jetzt wieder haben. Hier ist nochmal so ein Anhänger. Und nochmal 2. Hier haben wir, ach ja, das ist Deko für Weihnachten, für die Fenster. Das sind so Schneeflocken. Einige. Ganz viele. Dann, warte. Dann nochmal für die Küche. Aber ich glaube, die werden nochmal, ich brauche nochmal, ne? Also, muss ich mal gucken. Werde ich auf jeden Fall nachher mal ausprobieren. Dann haben wir hier. Möge unsere Freundschaft ewig dauern. Und zwar sind das 2 Anhänger. Das ist für meine Freundin. Und ja. Also für mich. Für dich, du bist meine Freundin. Ich bin da alles. Du dachte bist meine ich beste jedenfalls. Immer, ja, natürlich. Das sind 2 Anhänger. Eine für ich, für mich und eine ich. Ja, ist klar. Eine für mich und eine für meine Freundin, logischerweise. Dann habe ich hier für die Oma. Glück ist eine Oma wie dich zu haben. Beste Oma der Welt. Und. Oh, jetzt habe ich heute nochmal welche gekauft, ich bin dämlich. Ich wusste nicht, dass es heute kommt. Und Augen zum Aufkleben. Richtig cool. Ach, das sind so Mini-Augen, sind ja geil. Warte, ich guck mal, ob ich alles habe. Sieht gut aus. Mehr habe ich nicht. Reicht auch, ne? Annika? Also das Ding war ja natürlich bei Temo. Das habe ich übrigens alles bei Temo bestellt, weil manchmal fragen die Leute, was ich da so alles gekauft habe und wo ich das her habe. Ja. So, das war's. Das ist ja eklig. Wir haben diesen Schleim ausgepackt und dieser Schleim klebt wirklich nicht aneinander, sondern fällt völlig auseinander. Den Schleim werde ich auch gleich wegschmeißen. Ich weiß nicht, wie ich das sauber kriegen soll. Ist egal. Er hat sich jetzt das an T-Shirt abgeschmiert. Oh mein Gott, du siehst eklig aus. So, wir sind an der Gotsche spazieren. Cliff hat uns vorhin eingeladen zum Grill kriechen. Jetzt essen wir schön. Und jetzt gehen wir spazieren. Und guck mal, wie süß der da drinnen liegt. Der guckt gerade Fernsehen und chillt hier unten so. Das findest du es toll hier unten? Kann ich mich hier dazu legen? Nein, darf ich nicht? Oh, ist das kuschelig. Oh, kuschelig. Oh. Ich darf nicht. Papi, ich darf nicht. Wenn die Evelyn liegt schon und schläft schon. Und ja, Etienne geht jetzt auch ins Bettchen. So, und jetzt geht's ins Bettchen. Mama. Schatz, 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 Schatz. Nein, der hat das völlig nass. Ey, stopp! Was machst denn du? Oh, gib mir mal bitte ein Tuch. Der hat das ausgekippt gerade. Hallo. Leg's mal da oben hin. Bitte. Hast du das jetzt irgendwo anders nass gemacht? Ich hab's nicht. Bist du nass? Auf meinem Teppich. Oh, du bist komplett. Oder? Nee. Ah, du bist nur hier nass. Ja. Ui. Hast du Husten? Oh, okay. Na okay. Gut, dann nicht. Dann du nicht, okay? Auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Den Daumen. Nicht den Finger. Der Daumen. Ja. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Nee, jetzt wieder am Finger. Mit dem Finger. Mit euch. Bei euch.